Hey Leute! Hallo! Ich bin heute bei der Kim vom Kanal Ruby Loves Candy und wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir so ungeschminkt sind, wir werden uns gleich schminken und zwar mit Discounter-Kosmetik. Ich war nämlich ein bisschen bei Aldi shoppen und das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren, wie das alles so aussieht. Und bei dir haben wir nämlich auch noch ein Video gedreht. Genau, bei mir haben wir EOSEX gedreht und jetzt fangen wir aber erstmal an, die Produkte von Aldi zu testen. Genau! Also als erstes hat die Diana hier so ein Kompakt-Rouge gekauft. Das ist so ganz schön rosa. Also ja, sieht eigentlich echt cool aus. Ich verstehe nur nie, warum die diese Sachen einfach so krass verpacken. Da war vorher noch eine Plastikschicht drüber. So, aber mal schauen, wie das aussieht. Okay, da ist auch noch so ein kleiner Pinsel hier dabei. Sogar ein kleiner Spiegel noch. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ganz cool mit so einem Spiegel. Aber ich bezweifle, dass man das in so einem kleinen Pinsel auftragen kann. Vielleicht nehmen wir dafür doch einen anderen. Soll ich dir das dann mal so ein bisschen drauf machen? Ja, kannst du ruhig machen. Ja. Mal schauen. Aber doch, das sieht eigentlich echt hübsch aus. So sehr natürlich irgendwie. Okay. Gar nicht so schlecht, finde ich. Cool. Ja. Und als nächstes haben wir hier so einen Lidschatten. Da muss ich sagen, die hatten wirklich keine schönen Farben, fand ich. Das war jetzt die einzige, die mir so halbwegs gefallen hat. Und das sind immer so Duo-Eyeshadows. Den kannst du mir ja auch mal drauf machen. Ja, mal gucken, super, wie das aussieht. Hier ist auch wieder ein Applikator und ein Spiegel mit drin. Okay. Wieder auf beiden Seiten. Ja. Hm. Ist es denn gut pigmentiert? Ich würde behaupten, schon okay. Okay. Also es ist nicht schlechter als von Essence oder sowas pigmentiert. Ja. Aber die Sachen sind auch gar nicht irgendwie günstiger als jetzt die von Essence. Ich hätte halt gedacht, man hat da wirklich so einen Benefit, weil das dann mega billig ist. Aber ist es eigentlich gar nicht. Also es könnte schon ein bisschen günstiger sein. Ja, sieht halt echt sehr, sehr natürlich aus. Aber gar nicht so schlecht eigentlich. Ja. Aber grün steht ja auf jeden Fall. Oh, danke schön. Ja, passt zu meinen Augen. Ja. Dann gibt es hier noch so einen Shimmer Powder Brush. Dann ist, glaube ich, hier so ein Puder drin und das kommt dann durch diesen Applikator raus, oder wie? Das fand ich halt ganz interessant. Das hat aber auch tatsächlich 5 Euro gekostet, also 4,99. Wenn du es hier gegen das Licht hältst, siehst du, das ist nur halb voll, ne? Das stimmt. Wie kommt das so rausgeschossen? Ich kann auch nicht, ne? So, wo sieht man dann, ob da was rauskommt, ne? Doch, bis jetzt kommt hier noch nichts raus. Da ist was. Ah ja, doch, stimmt. Das hängt halt alles im Pinsel. Okay, wir können ja mal probieren. Ich glaube, dann würde ich das fast sogar auch eher als Highlighter oder also als einfach so ein bisschen Schimmer. Okay, also da kommt halt echt kaum was raus. Du hast jetzt ein bisschen mehr Schimmer. Vielleicht kann ich das mal so ein bisschen rauspulen und dann ein bisschen, dann kann man es doch vielleicht so als Bronzer benutzen. Kannst ja mal gleich gucken, ob du ein bisschen was siehst. Ja. Ja, ich mache es halt jetzt, wie gesagt, und nur mit meinen Fingern. Aber, ne, so ein bisschen was erkennt man jetzt. Ja. Wir haben jetzt hier auch noch einen Lippenstift. Da steht auch drauf, dass es eine Limited Edition ist. Das ist eine sehr schöne Farbe und die Packung sieht auch so von außen ganz schön aus. Also der sieht schon mega schön aus, finde ich. Ja, passt auch zu deinen Nägeln, ne? Ja. So, mal schauen. Das hat man so früher getragen, oder? Der sieht irgendwie ein bisschen Barbie-mäßig aus, ne? Ach, Manu. Da habe ich mich echt drauf gefreut. Ja. Das finde ich echt nicht so cool. Mann. Und jetzt haben wir hier eine Mascara und da bin ich auch mal sehr gespannt. Vor allem ist die halt auch wieder einzeln verpackt. So, mal schauen. So, das heißt, dann müssen wir das erstmal hier aufdrehen und jetzt das Bürstchen hier so reinmachen. Oho. Oh, cool. Oh, aber das sieht doch ganz gut aus. Ja, das stimmt. Aber die Bürste ist halt sehr groß, finde ich. Ich finde das ein bisschen schwieriger halt wegen der großen Bürste. Und die gibt jetzt nicht so viel Farbe ab wie zum Beispiel eine von Maybelline oder so. Ihr könnt auch, wie gesagt, mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal von Aldi irgendwelche Produkte verwendet habt. Du benutzt immer die Tagescreme, ne? Ja, genau. Und die benutzt meine Mama auch und die soll gut sein. Die ist richtig gut. Aber so normalerweise kauft man da ja eigentlich auch nicht so Kosmetik. Ja. Hier haben wir dann jetzt noch ein Make-up und da hat sie die Farbe 30 Sun gekauft. Ja, ich hätte gedacht, ich habe das hellste genommen. Deswegen werden wir die jetzt auch mal mehr zum Konturieren verwenden, damit man mal sehen kann, wie das generell so auf der Haut aussieht. Ich glaube, das fällt sogar von weitem auf.
Ich habe nicht zu viel genommen. Die Farbe finde ich auch ganz gut so zum Konturieren, aber es ist schon gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Ich komme mir vor wie so eine Barbie. So ganz starke Kontur, ganz heller Lippenstift. Und weil wir jetzt so toll eigentlich geschminkt sind, können wir das Ganze noch mit Puder setten. Und da habe ich jetzt hier das Lacura Compact Powder in der Farbe Beige, wie auch immer. Oh Gott. Ich finde das hier. Das ist orange. Was? Das ist doch kein Beige. Oh Gott, ich habe Angst. Warte mal. Ich glaube, ich mache mich damit nur noch fleckiger. Ja. Es sind einfach ganz viele Flecken jetzt da. Yay! Ja. Aber ich würde sagen, das war es jetzt mit unserem Aldi Beauty Look. Irgendwie habe ich mir mehr erhofft. Ich hätte echt gedacht, da wären coole Sachen dabei. Mhm. Vielleicht habe ich aber auch einfach nur voll die falschen Sachen gekauft. Könnte auch sein. Naja, und jetzt könnt ihr noch bei Kim vorbeischauen. Ihr Video ist natürlich auch in der Infobox verlinkt und ihr Channel da auch. Und ja, ansonsten bis ganz bald. Tschüss! Tschüss.